Okay, wir müssen mal weiter vorankommen. Ein Stein, natürlich. Für einen Stein, da bückt sie sich. Da gibt sie alles für einen Stein. Stein, Gesundheitstrank, ich kann hier nichts... Nee, ich kann hier nichts herstellen. Na gut, wir gehen mal darüber. Ein bisschen Heilung hier, oder nicht? Ach, diese komischen Stachelhalme. Trockensehnsucht, Maschinenrennen. Im Gebiet der Wüstentenakt wurden Maschinenreiter gesichtet. Es scheinen keine Rebellen zu sein, aber wer sind sie dann? Okay, Rebellenaußenposten. Haben wir schon einige entdeckt und auch einige erkundet. Na gut, dann Lagerfeuer entdeckt. Die Maschinenreiter von vorhin, die von dem Wettrennen. Aha. Ich frage mich, was die vorhaben. Ich habe gewonnen. Geld her. Nur dann hast mich fragen mit wir mal. Geworfen. Tut deiner Visage doch keinen ab. Ey. Ihr reitet Maschinen, ne? Wer hat euch das beigebracht? Hey, Trupp. Hier ist wohl jemand lebensmüde. Wow. Seht nur die Haare. Was? Hat sich da jemand in der Wüste verirrt? Hey, hey, was sagen die Ostländer uns doch gleich nochmal nach? Ach ja, dass wir Blut trinken, stimmt's? Vielleicht holen wir uns deins. Versucht's doch. Forderst du uns heraus? Ruhig bleiben, Josek. Du willst dich sicher nicht mit der Soldatin anlegen, die Regalas Streiterin besiegt hat. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, Fremde. Wir hatten alle unseren Spaß. Die Straße ist davon. Diese Maschinen, die gehörten Regala. Aber ihr wirkt nicht wie Verweigerer. Wer seid ihr? Woher habt ihr die Maschinen? Wer bei uns etwas will, tritt in einem Rennen an. Wenn du zuerst im Ziel bist, beantworte ich dir deine Fragen. Aloy, habt ihr eine Maschine? Das Rennen ist voll. Eigentlich ist gerade ein Platz frei geworden. Okay. Wie sind die Regeln? Nicht sterben. Das wird der Hammer. Klappe, Päcker. Danke. Und? Hier lang, Grünschnabel, zu deiner Reitmaschine. Ja, na dann zeig her, wo ist die Reitmaschine? Ich bin gespannt. Du hast einen Bogen dabei. Gut. Setz ihn ein, wenn du gewinnen willst. Auf jeden Fall. Gegen die anderen Teilnehmer? Wenn ich tun sieh's. Wir gehen aufs Ganze, wenn wir die Rennstrecke betreten. So lohnt sich die Sache. Du kannst einen Testlauf machen, wenn du magst. Sag Bescheid, wenn du ernst machen willst. Ach, wir machen gleich ernst. Komm, auf geht's. Von mir aus kann's losgehen. Wir sehen uns am anderen Ende. Maschinenrennen Trockensehnsucht. Und auf geht's, komm. 3, 2, 1, go! Überraschung! Und wir können ja gleich so losplatzen. Cool. Aber, ja gut, ich muss aufpassen, wo ich hinreite, ja. Und weiter geht's. Na, wie ist das? Ach so, da kann ich... Letzte Schuss. Mist. Ja, Munition muss ich holen. Muni, da. Gut. Erholen. Weiter geht's, komm. Nimm alles. Weiter, komm, go, go.
Na, wie ist das? Ja, es geht schon. Komm, go, go. Schockpfeil, ja, wir können. Lohe Stärkung, go. Wir sind auf Platz. Was? Wir sind auf Platz 5? Oh Gott, wir müssen mal ein bisschen zulegen. Ich treffe immer mein Ziel. Ja, Mist. Ich hol dich von den Beinen. Na. Hä, wo ist er? Ja, ich weiß. Oh, Platz 1, weiter. Mist. Mist. Jetzt aber, weiter. Mann. Ja, komm. Hier, lauf! Nee, das stimmt. Du musst das anders machen. Was war jetzt? Okay, sieht mir nicht komisch aus. Ich behalte dich im Auge, Grünschnabel! Was ist denn da los? Irgendwie sieht's nicht gerade so rosig aus ohne Pferdchen. Aktivieren R2. Hm, das bringt mir nichts. Also irgendwie weiß ich auch nicht, was das jetzt soll. Ich kann nichts weitermachen. Ich kann das Ding aktivieren, aber da passiert nichts. Wahrscheinlich geht das nur. Hm. Ja, nun. Meine Waffen sind groß. Ja, danke auch. Und ich kann hier die auch nicht nehmen, wa? Ich kann. Da ist ein Tier. Ja, danke. Danke, ich nehme es. Na gut, dann sind wir wieder im Rennen. Ach nee, das war's wohl jetzt. Komisch. Wieso war denn das so blöd? Ich würde ja sagen, das war's. Aber ich habe das Gefühl, du gibst nicht leicht auf. Richtig. Ich, auf geht's. Von mir aus kann's losgehen. Wir sehen uns am anderen Ende. Vielleicht sollte ich einfach nur durchreiten, ohne die Typen da zu behelligen. Hm? Wie wär's damit? 6 Gegner? Überraschung! Ja, danke. Ah, das ist ein Speedy. Okay. Na gut. Aua. Na gut, dann hauen wir mal. So. Was habt ihr nun davon? Hey. Siehste? Platz 2. Okay, wir speeden ein bisschen. Hauen dem eine vom Latz. Überraschung!
Ja, das war gut. Und los, weiter geht's. Dann holen wir uns gleich mal wieder so ein Speedy. Würde ich sagen. Weiter, komm. Wieso sind wir jetzt auf Platz? Oh, wollte schon meinen. Ich würde gern mal so ein Speed kriegen. Komm jetzt. Gib Stopp. Wir lassen das einfach so hier. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Jetzt. Ja. Hast du gedacht, ne? Mann, was ist denn mit euch? Hier. Ach, Menno. Habe ich es nicht geschafft, ha? Huh? Das halte ich nicht aus. Wieso ist denn das jetzt? Rennen waren die Zehen wohl nicht. Ach komm, lass mich in Ruhe. Fliegen wir los. Okay. Alle bereit machen. Das ist doch gar nicht so schwer. Wieso stelle ich mich denn da jetzt auf einmal so an? Hm? Sag mal. Ich schiebe alles um meine Krankheit. Komm. Ich bin geschwächt. Deswegen. Na, wie ist das? Deswegen. Okay, diesmal reiten wir immer unten rechts lang. Ja, ja, ist ja gut. Wo bin ich? Mist. Habe ich mich wieder verleiten lassen. Oh Mann, oh. Okay. 7 von 7, aber wir haben doch... Das verstehe ich auch nicht. Und was war jetzt? Haben sie mich abgeschossen? Hä, was war denn jetzt? Du hast einen Bogen dabei. Gegen die anderen Teilnehmer? Wenn ich tun siehst, so lohnt sich dies. Komisch. Kannst einen Test. Ich bin soweit. Auf die Strecke. Irgendwie komme ich nicht rein. Scheint mir. Aber hoffentlich scheint das nur so. Mal los. Was ich halt nicht verstehe, wenn ich einen abschieße, dann sollte ich doch Platz gewonnen haben, oder nicht? Hm. Na, ich muss dieses auch holen. So. Nein, auch dieses, das nervt total, dass die immer nach hinten guckt. So, weiter ist jetzt. So, jetzt habe ich einen weggeplatzt und bin immer noch Platz 3. Das ist... Ja, ja, ist ja gut. Hier, warum schießt er nicht nach vorne?
Was soll das denn? Das ist blöd. Ach, was soll's. Weiter. Weiter. So, wir reiten unten lang. Ja. Jetzt reiten wir unten lang. Und, oh, jetzt sind wir Platz 1. Okay. Gleich kommen sie wieder an. Ja, ja. Das, jetzt dreht sie sich nicht um. Hier. Aber sind doch hinter mir. Ja, ist so klasse. Ist so klasse, ne? Und jetzt dreht sie sich wieder um. Ey, sage mal. Naja, ich weiß schon. Blöd. Jetzt reiten wir einfach und lassen die hinter uns in Ruhe. Wir lassen die einfach hinter uns. Steht auch nirgends, wie weit es noch ist, oder? Okay, diesmal habe ich es geschafft. Hier, dein Preis für den Rennsieg. Hast du verdient. Wir haben uns die letzten Male ein bisschen verzettelt. Du schuldest mir ein paar Antworten. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Atta. Was die Herkunft der Maschinen angeht, die meisten von uns waren mal Rebellen. Wir dachten, in Regalas Armee könnten wir in einem echten Krieg kämpfen, gegen die Kaja. Doch Regala schlachtete unser eigenes Volk kaltblütig in Fahrlicht ab. Nach Rückkehr ins Lager schlichen wir mit unseren Reitmaschinen hinaus und blickten nie zurück. Seitdem tragen wir Rennen in den Clandanten aus. Wir fanden, allein sind wir besser dran. Keine Regeln, keine Häuptlinge. Nur schnelle Reitmaschinen und der Geschmack von Blut. Klingt nicht allzu übel, würde ich sagen. Wo ist dein stiller Freund? Der mit der Maske. Er war nicht im Rennen. Er hat dir seinen Platz überlassen. War bestimmt das Beste. Warum sagst du das? Er hat noch kein Rennen verloren. Wäre er hier geblieben, hättest du keine Antworten bekommen. Mag sein. Weißt du, Hex hat eine neue Rennstrecke ganz am Ende des Tieflandgebiets entdeckt. Direkt am Strand. Wenn du dorthin gehst, ist vielleicht ein Platz für dich frei. Falls ich mal dort bin, überlege ich's mir. Hey Leute, okay. Bist du zum Rennen hier? Weinende Klippen haben wir entdeckt. Es gibt also mehrere Rennen. Und wieder zwei Fertigkeitspunkte. Atta. Trittst du an? Nee, ich hab genug. Ich muss aufbrechen. Die anderen können noch etwas üben vor unserem nächsten Rennen. Komm schon. Gib mir ein paar Tipps. Ich mach das nach Instinkt. Ja, aber so richtig viele Infos habe ich doch jetzt nicht bekommen, oder? Das war's, nur das Rennen? Ich dachte, ich kann immer noch mit irgendjemandem quatschen. Pekka. Sieh dir immer die Strecke nach einem Rennen an. Das vergossene Blut. Erfreu dich an den Kleinigkeiten. Was ist denn da oben? Hat noch jemand einen Rest Maschinenöl? Was, Maschinenöl? Nee. Das sind die Reitmaschinen. Hä, ist das wirklich nur dieses Rennen? Und sonst nix? Das ist aber dürftig. Sehr dürftig. Oh, was war hier? Panzer. Da, was ist denn das? Unbekannte Siedlung. Siedlung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Wieso? Oh, was hast du denn Angst?
Wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Eine Tenakt-Siedlung. Ich habe immer noch kein Reittier, oder? Nee. Seid... Oh ja, ihr seid was zum Reiten. Ich glaube, ihr seid was zum Reiten. Nein, halt. Komm, ich möchte dich überbrücken. Bitte. Bitte, bitte. Ja. Hä? Ach so, gedrückt halten. Ja, okay, Verzeihung. Endlich wieder ein... Oh, es wird aber auch Zeit. So, dies... wo war denn jetzt dieses Sieg? Hier. Lass mich hier mal reinschauen. Was ist denn das hier? Wir steigen mal ab. Und sagen mal Hallo. Oder, Freunde? Sollte Regala den Kampf gewinnen. So, hallo Freunde. Grüß dich. Ich schaue mir das mal an hier ein bisschen, ne? Lagerfeuer entdeckt. Einen Schritt weiter. Die Tenakt dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich habe Transitrecht von Marschall Verscharf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Groda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Na klar. Ich werde dran denken. Pfeilhand haben wir entdeckt. Und was ist unbekannt? Wen haben wir denn hier Schönes? Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Ja? Der richtige Kampf ist der Streit mit dir. Draka. Viele Verwundete. Hört zu. Ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben alle. Ich gehe zurück zu dem Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Die Fremde aus der Gesandtschaft. Du hast Gruda getötet. Regalas Streiter... Er gehörte zu uns. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Hm, vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen, also... kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Draka. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Genau. Ja, Wasser ist immer gut. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brenchbeer ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja. Also Wasser. Und wir brauchen dafür Herzen. Aus der Herde? Was weißt du sonst noch über die Herde? Ist schon seit Jahren da. Wir sammeln nur die Teile, die wir brauchen. Nichts weiter. Es tauchen immer neue Maschinen auf, die unsere Beute ersetzen. Was ist mit den Killermaschinen, die du erwähnt hast? Sie bewachen die Herde. Je mehr wir töten, desto mehr werden sie. Anfangs Sägezähne, dann Verwüster. Jetzt ein verdammter Donnerkiefer. Er griff uns an, als wir die Herde einpferchten. Ich musste die Hälfte meiner Jäger zurücklassen. Nur die hier haben überlebt. Nun, das mit dem Donnerkiefer klingt nicht schlecht. Regalas Streiter? Kanntest du Regalas Streiter, Groda? Er gehörte zu uns. Genau wie Regala. Der Stolz des Wüstenclans. Warum greift sie ihre eigenen Leute an? Sie fühlt sich hintergangen. Regala war legendär im Clan. Furchtlos und unnachgiebig. Eine Marschallin von Hekaru. Häuptling aller Tenakt. Sein fleischgewordener Wille. Und was war dann? Dann bat der Kaja-König um Frieden
und Hekaro stimmte zu. Regala wollte Bezahlung, die den Gräueltaten der Kaja entsprach. Ein Tenaktreich, das bis in den Osten reichte. Also hat sie Hekaros Entscheidung angefochten. Er hatte keine Wahl und musste gegen sie kämpfen. Hekaro gewann. Sie hätte durch seine Hand sterben sollen. Doch er ließ sie am Leben. Für einen Tenakt ist diese Gnade eine bittere Pille. Jetzt, wo sie Maschinen reitet und Marschälle tötet, können wir ihre Lager in der Wüste vielleicht nicht länger ignorieren. Niemand aus dem Wüstenclan rührt diese Lager an. Das ist eine Sache zwischen Regala und Hekaro. Wenn der Häuptling ein Anführer ist, setzt er sich durch. Oder er macht jemanden Platz, der geeignet ist. Das ist aber hart, oder? Hm? So ist die Wüste. So ist die Wüste. Der Kaplan? Er hat dich Kaplan genannt. Was heißt das? Es heißt, dass ich unsere Jugend und Brüder in vielen Schlachten überlebt habe. Deshalb berate ich den Wüstenclan. Diejenigen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten, wenn er von ihrer großen Sturheit verdeckt wird. Da lacht er. Kommandantin. Klingt, als würdest du deine Kommandantin nicht mögen. Um in der Wüste zu überleben, muss man disziplinierter sein als andere Clans. Also mag sie Recht und Ordnung gern. Aber du nicht. Ihre Auffassung nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Muss dehydriert sein. Na gut, dann können wir vielleicht mal die Herzen beginnen. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Nee, wir können durchreichen los. Dann mal los. Ich gehe mit dir. In Ordnung. Gehen wir zur südöstlichen Schlucht. Mögen dich die Zehen beschützen. Ich warte auf dich und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Hier lang. Je schneller wir diese Herzen haben, desto schneller bekommen wir... Jagd gegen den Durst. Bevor wir uns wieder ablenken lassen, machen wir das einfach gleich mal. Unglaublich, dass eine Fremde uns hilft. Unser eigener Clan aber nicht. Dann kannst du mal sehen. Und Yetaka wagt es mir zu sagen, dass die Kommandantin einen guten Grund hat, streng mit Wasser zu sein. Aha. Glaubst du das nicht? Ich glaube, dass sie immer über die Wasserknappheit in der Wüste redet. Aber verdurstet irgendwer in Brennspeer? Wo denn? Oder ihr eigener Trupp? Nein! Ich glaube, sie waschen sich damit die Hände. Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der sich mit Mangel auskennt. So. Der weiß, wie man ums Überleben kämpft. Ich reite dir mal hinterher, ne? Ich vermute, du meinst dich selber. Ich lebe seit jeher am Rande der Wüste. Ich habe um jeden Schluck Wasser in meinem Leben gekämpft. Ich weiß, dass ich der bessere Kämpfer bin. Na gut. Und ich bin hübscher. Aha, hübsch. Aha. Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben, egal aus welchem Dorf. Hat Yetaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Da würde mir schon was einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. So kann man das Ganze auch sehen. Da ist es. Ich brauche mehr Munition. Mir nach. Na gut, ich steig mal ab. Komm, das... Wo ist er denn hin? Bitte entschuldige das Durcheinander. Ja. Unsere Soldaten bereiten sich hier darauf vor, die Maschinen in den Schlupf zu treiben. Du darfst dir alle Vorräte nehmen, die du findest. Dankeschön. Vielleicht brauchst du sie für den Kampf. Danke. Ja. Das ist löblich. Ich brauche aber... Ja, das nehmen wir alles. Dann mal los. Lass mich da erstmal plündern. Was hat eine Nora denn im verbotenen Westen? Wer sagt, dass ich nach etwas suche? Du bist ja wohl nicht nur der Aussicht wegen hier. Ich will etwas in Ordnung bringen. Verstehe. Gut, behalte deine Geheimnisse. Ich sollte wohl dankbar sein, dass du meine Probleme auch in Ordnung bringen willst. Genau. Immer seid alle dankbar. Ich bin nämlich hier. Hey, wo willst du hin? Na, ein bisschen Heilung holen. Mensch. Ist doch wohl klar. Bis wir wieder voll sind. Die werde ich schon noch brauchen. Wo ist er denn, unser Freund?
Tja, da ist er weg.